Seid ihr herzlich willkommen. Sein Herzensbotschaft. Was möchte er mitteilen? Das schauen wir an bei diesem Orakel. Erstmal betrachten wir seine Gegenwart. Diese Schlange bedeutet einiges. Er befindet sich in einer Wandlung, in einer Transformation. Diese Schlange symbolisiert die Erneuerungen, die Heilung auch. Oder er interessiert sich für Gesundheitsthemen. Diese Schlange bedeutet oft auch Umwegen. Er möchte seine Ziele erreichen, aber durch Umwegen. Diese Schlange kann auch eine Frau sein. Seine Mutter, seine Schwester oder Kollegin oder eine Partnerin oder ein Ex-Partnerin. Und diese Frau hat einen Einfluss gerade auf ihn. Seinen Gedanken hier sehen wir die Reinigung, eine fließende Bewegung. Er möchte mit dir etwas klären, etwas bereinigen. Diese Karte bedeutet auch seine Unschuld. Und wenn diese Frau einen Einfluss auf ihn hat, dann bedeutet diese Karte seine Unschuld, weil er ist nicht in einen intimen Beziehung mit dieser Frau. Die Lilien zeigen auch Thema Sexualität und hier sehen wir die Reinheit. Das verbindet er, diese Gedanken, mit dir. Seinen Gefühlen die Mäuse entfernen etwas und das heißt, er hat Angst, dich zum Verlieren. Was wird er sagen? Dieser Kreuz symbolisiert sein Glauben. Er vertraut auch auf die Schicksal, weil euren Schicksalswegen haben sich gekreuzt und das war kein Zufall. Und euren Schicksalswegen kreuzen sie sich wieder. Er möchte mit dir treffen und das wird er auch sagen. Was er noch sagt, dass er erreicht in seinem Lebensweg diese Kreuzung und er wird neu orientieren. Und das bedeutet seine Entscheidungen. Was möchte er sagen, aber er schweigt? Dieser Turm kann die Einschränkungen sein oder dass er sich in diesem Turm wie in ein Labyrinth fühlt. Er sucht eine Lösung, er sucht einen Ausweg. Und das sind seine Probleme, aber er sagt das nicht. Dieser Turm kann auch ein Amt sein oder eine rechtliche Lage, eventuell sogar seine Scheidung. Wie betrachtet er dich? Diese Karte symbolisiert die Öffentlichkeit, Ansehen, Anerkennung, dieser Tor, die Chancen, Möglichkeiten. Und er ist sicher, du bekommst diese Anerkennung und du hast auch Chancen, Möglichkeiten, deine Ziele zu erreichen. Was verbindet euch? Er selbst erscheint hier auf diesem Bild.
Und er trifft dann Entscheidungen. Oder was euch verbindet, das ist er. Und er braucht von dir eine Bestätigung, dass du sagst, dass er für dich sehr wichtig ist. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.